Hallo und willkommen zurück zu Die Siedler 2. So, wir haben ein Gebäude ohne Arbeiter. Ah, Moment, ich mache vielleicht doch erstmal noch einen kleinen Screenshot, wo wir gerade mal hier so sind. Also ein Gebäude ohne Arbeiter. Hier vorne ein Fischereigebäude. Und ja, genau, immer noch ohne Arbeiter. Wir lassen jetzt allerdings eine hier Angeln herstellen in der Schlosserei. Ich mache mal eben hier das wieder an, dass man sieht, was für Gebäude wir hier haben. Schlosserei, die muss hier auf der rechten Seite sein. Die ist aber gestoppt. Dann müssen wir hier die Produktion mal wieder einschalten, damit es hier weitergeht. Damit wir da wieder Werkzeuge herstellen. So, dann habe ich ja in der letzten Folge gesagt, dass wir Waffen herstellen müssen. Also wir haben ja hier gerade gesehen, dass wir ein Schwert war das, oder? Ein Schwert, ja, genau. Wir hatten vorhin ein Schwert hier drin. Da kam dann auch ein Schild hinterher. Deswegen haben wir hier einen Gefreiten, der gerade unterwegs ist. Ja, wir stellen also auch Soldaten her, wenn man das so sagen kann. Also wir stellen die Waffen her und bilden Soldaten aus. Das ist wahrscheinlich ein besserer Ausdruck. So, und hier stellt der Schmied gerade wieder ein Schwert her. Das ist sehr gut. Hier ist auch Eisen vorhanden. Hier ist gerade nichts, aber die fangen ja jetzt erst wieder an mit der Produktion. Und das sieht doch ganz gut aus hier in der Eisenschmelze. Da haben die genug Rohstoffe. Das kommt mir sehr gut gelegen. Ja. Hier hinten haben wir ja noch ein weiteres Eisenbergwerk errichtet. Genau. Hier hinten sehe ich, war das gerade ein Floß oder was war das? Oder war das ein Schiff? Was auch immer das war. Ah ja, das können wir nicht weiter ausbauen. Okay. Dann würde ich sagen, wenden wir uns wieder dem Areal zu, in dem wir den Ausbau des Landes hier vorantreiben wollen. Hier, die Ecke ist das. Und noch weiter südlich, wo hier dann noch weitere Bauernhöfe und Eselzucht entstehen soll. Ich hoffe, dass wir diese in dieser Folge hier fertig kriegen, diese Eselzucht. Eine Baracke haben wir errichtet. Da haben wir ja auch noch welche gebaut. Genau, eine hier und eine etwas weiter südlich. Da unten, da wird es auch gerade gebaut. Ist auch gleich fertig. Sehr gut. Ja, und dann müssen die Soldaten natürlich jetzt einen richtig langen Weg antreten hier, um hier die Baracke zu besetzen. Zwei Soldaten müssen da rein und dann hier unten ebenfalls zwei Soldaten. Wird noch eine Weile dauern, bis die dann da ankommen. Und dann haben wir hier unten, hier haben wir dann auch noch so ein Areal. Hier ist dieser Übergang. Hier ist noch eine weitere Baracke. Ah, genau, hier unten sind die Baracken, die wir dann auch bauen wollen. Das verschieben wir aber noch ein Stückchen nach hinten. Sprich, das wird eher später kommen. Wir können nicht so viele Baustellen auf einmal aufmachen. Das hatten wir ja schon. Und deswegen lassen wir jetzt die Sachen wir da nördlich bauen und dann kommen hier unten die Baracken dran. Okay, so, dann haben wir hier noch ein bisschen Areal, wo wir vermutlich, genau, hier vorne haben wir das gemacht, wo wir dann hier einen neuen Forstbetrieb hochziehen wollen. Ich denke mal, sieht nicht schlecht aus so. Kommen wir hier hin? Kommen wir nicht. Schade. Das geht nicht, da ist ein Baum im Weg. Naja, gut. Dann können wir die Fahne auch abreißen. Ja, ansonsten passt das alles soweit. Vielleicht können wir das hier noch miteinander verbinden, über so eine Straße und da darüber. Nö, das muss nicht unbedingt. Sägewerk ist auch noch nicht fertig. Vielleicht könnte man hier vorne das Ganze noch ein bisschen sinnvoller gestalten. Da müsste die Fahne allerdings weg. Na gut, das mache ich jetzt nicht, weil wir da gerade hier Baumaterialien auf dem Weg haben. Machen wir vielleicht dann, wenn das hier mal irgendwann alles fertig ist. Na, gucken wir mal. Okay, das läuft also soweit erstmal. Hier werden auch noch nur noch Einzelbretter benötigt und dann ist das hier auch alles fertig. Sehr gut. Bauernhof. Braucht noch zwei Bretter. Da ist ein Träger unterwegs. Was ist der? Ach, da ist ein. Was ist das? Ist das ein Schwert? Ne, ein Fisch. Okay. Na gut. Ja, und hier diese gelbe Linie, also diese Grenzen, da, naja. Hoffen wir mal, dass der gelbe Gegner da nicht näher kommt. Ach genau, wir schauen mal bei unserer Werft nach. Die Produktion ist gestoppt, weil die keine Bretter bekommen.
Er macht hier einen fröhlichen Handstand. Hier soll dann... Kriege ich da vielleicht einen Screenshot hin, schön? Ah, nicht ohne Gebäude, ohne Arbeiter im Bild zu haben. Ja, also hier vorne werden dann, wenn der Hafen fertig ist und wenn wir hier Schiffe bauen, werden wir dann von hier aus aufbrechen und fremde Länder besiedeln. Hier die andere Seite von der, von dem Wasser hier vielleicht. Im Kanal. Oder dieser Meeresenge. Und ja. Wollen wir mal gucken, dass wir dem gelben Gegner ein bisschen auf den Pelz rücken. Ja, und dann wäre vermutlich noch eine weitere Fischerei möglich. Könnte man machen. Können die auch nochmal abreißen und ein Stückchen weiter hier anbauen. Wobei, dann wäre der Weg so und dann wäre das so ein langer Weg. Na, machen wir das doch hier. Ja, warten wir dann, bis dann das fertig ist. Ja. Soll das passen? Holzfällerhütte ist errichtet. Sehr gut. Und die werden dann auch gleich kommen. Da sind bestimmt auch schon irgendwo Bretter. Da oben sind auf jeden Fall Bretter. Und die werden aber dann vermutlich erstmal hier runter wandern. Das hier ist schon... Okay, wir brauchen hier auf jeden Fall erstmal noch Soldaten. Fischerhütte wird errichtet. Die Baracke wird errichtet. Ja, dann haben wir gleich... Ah. Ein paar Baracken, die errichtet, die besetzt werden müssen. So, da kommt ein Soldat. Der will dann wohl hier hinten hin. Vermute ich. Der ist ja jetzt hier wirklich lange unterwegs. Da ist noch einer. Ah, das spricht nicht dafür, dass das hier besonders schnell vorangeht, alles. Und Goldmünzen. Also, man sieht hier schon, dass einige Soldaten befördert wurden. Ja, da haben wir einen General. Aber, ja, wirklich viele Goldmünzen sind hier nicht im Umlauf. Könnten überall noch mehr Soldaten rein. Das würde ich gerne ausbauen. Geht leider nicht. Und, ah ja, hier die Baracke. Ah, hier kommen wir wahrscheinlich nicht hin. Genau. Ich vermutet. Jetzt müssten wir dann hier über das Bergwerk erschließen. Können wir doch machen, oder? Geht das? Das geht. Und darüber. Und dann reißen wir die hier alle noch ab, weil wir die nicht bauen werden. Und das auch nicht. Sondern leider irgendwann mal wieder neue, also wieder Geologen hinschicken, damit hier wieder neue Schilder stehen, aber die Baracke hätte ich dann doch gerne da hinten. Ja. Soll dann mal gebaut werden. Wachstube, die ist auch leider leer. Gut, okay, da haben wir ja die Versorgung der Soldaten ausgeschlossen, die wieder. Beziehungsweise eingestellt, dass da keine neuen Soldaten reinkommen. Tja. Schauen wir mal noch auf den Warentransport. Da. Ja, klar, Bretter sollen erstmal zu den Baustellen. Steine und. Naja, dann machen wir es so. Aber das bringt nicht viel, denke ich. Diese Eselzucht hier, die muss unbedingt fertiggestellt werden. Aber wisst ihr was? Wir gehen mit der Geschwindigkeit einfach aufs Dreifache. Und wir halten auch die Karte im Blick oder im Auge. Müssen ja jetzt hier nicht ständig dabei sitzen und gucken, wie hier nichts passiert. Also da können wir ruhig mit der Geschwindigkeit ein bisschen raufgehen. Gleich müssten hier Soldaten ankommen. Oder wo sind die hin? Haben die hier etwa einen der Türme verstärkt? Wäre natürlich auch möglich. Aber ich wäre dann doch ganz schon ganz froh, wenn man hier endlich mal eine Baracke besetzen würde. Ah, und wisst ihr was?
Wir haben jetzt endlich eine Angel fertiggestellt. Vielleicht auch schon zwei. Wo sind die Angeln? Ich sehe sie gerade nicht. Da. Zwei Angelhaken. Dann können wir es hier wieder einstellen auf Standard. Und wir gehen hier mal auf die Schmiede. Die hat bisschen wenig. Ja. So, alles richtig eingestellt. Und wir brauchen unbedingt Soldaten. So, jetzt gehen wir mit der Geschwindigkeit wieder ein bisschen runter. Nein. Okay, ich kann nicht sehen, wie viele Soldaten wir haben. Schade. Keine Rohstoffe mehr gefunden im Kohlebergwerk. Okay, reißen wir das Ganze ab hier. Dann schicken wir hier nochmal einen Geologen hin, hier einen Geologen hin, da einen Geologen hin. Und wir erschließen dieses Kohlebergwerk. Und schicken dann auch gleich. Oder? Schicken wir auch gleich. Glockel. Hier vorne einen Geologen hin. Was ist denn das jetzt? Komisch. So, also dann soll er hier das mal wieder erschließen. Hier die Fahne kann ja inzwischen weg. Genauso wie. Moment, da schicken wir auch noch einen Geologen hin. Ja, wir haben natürlich noch weitere Kohlebergwerke. Das ist mir alles klar. Die wir hier noch erschließen könnten. Oh, 32 Brote. Ja, dann denke ich mal, werden wir das hier noch zusätzlich erschließen. Ja, das erschließen wir noch zusätzlich. Kohle haben wir nicht allzu viel im Lager. Genau, nämlich gar keine. Eisen auch nur ein bisschen. Na, wisst ihr was? Dann kommt dieses Eisenbergwerk noch zusätzlich dran. An die Pipeline hier. Ja. Okay. So, das kann zu. Hier fehlen weiterhin Materialien. Jetzt haben sie hier inzwischen auch erfolgreich den Wald komplett abgeholzt. Na toll. Das hat's ja gebracht. Immerhin ist hier ein Lagerhaus fertig geworden. Das ist schon mal gut. Aber wir brauchen hier Bretter für den Forstbetrieb und auch für das Sägewerk. So, und Geschwindigkeit geht wieder rauf. Wir schauen auch nochmal zu unserem Hafen rüber. Der ist immer noch im Bau. Genauso wie die Baracke da hinten. Da kommt ein Stein. Der geht doch wohl jetzt zum Hafen, genau. Eisenbergwerk fertiggestellt. Super, Kohle auch gefunden. Na, okay. So, dann kann man doch jetzt hier weiterbauen. Los. Leg endlich Hand an. Der braucht dann noch ein Brett für den Bau. Und da kommt auch schon ein Brett. Ich könnte mir ja jetzt sehr gut vorstellen, dass sie das zu der Baracke bringen. Wäre nicht das erste Mal, dass sie das machen. Ja. Naja, gut. Unglaublich bekloppt. Sind die hier? Und natürlich kommt jetzt auch erstmal kein Brett mehr. Na klar. Wer hätte das gedacht, nicht wahr? Stattdessen schleppen sie hier Stämme rum. Ja, komisch. Hier haben wir Kohle. Die Eisenschmelze hat aber keine Kohle. Das ist verrückt. Und die produzieren ja vermutlich auch keine Kohle, weil, oder nur wenig Kohle, weil die keine Lebensmittel bekommen. Da haben wir ein Schild. Wir haben da einen Schild. So, Moment. Geschwindigkeit runter. Eisenbergwerk hat keine Rohstoffe mehr. Dann reißen wir das ab. Ja, abreißen. Hier ist nichts mehr drin. Okay. Gut, dass wir das hier gerade erschlossen haben. Nee, haben wir das erschlossen jetzt gerade eben? Nee, wir haben anders. Wo haben wir das denn gerade bauen lassen? War das das hier oben? Nein. Das war weiter südlich, oder? Ja, das muss das gewesen sein. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber die Straße hier hinten kann auf jeden Fall weg. Und die hier dann ebenso. So. Das Kohlebergwerk haben wir. Ich weiß es nicht mehr, was wir jetzt gerade gebaut haben. Und hier hinten können wir auch keine weiteren Bergwerke bauen. Also von dem her ist das das letzte hier an der Ecke. Und dann müssen die mit dem ganzen Material wieder quer durch das ganze Land hier ziehen. Da oben kann man noch ein Kohlebergwerk errichten. Ja. Soweit so gut.
So, wir schauen aber nochmal wieder zurück. Ah, Moment, haben wir hier Schweine im Lager? 6 Stück. Okay. Ja, also ein kleiner Vorrat kann ja nicht schaden. Eisenbergwerk ist hier in Betrieb. So, das Lagerhaus schauen wir uns mal an. 51 Eisen, keine Kohle, 32 Gold. Gut, dann errichten wir. Das Kohlebergwerk ist ebenfalls im Bau. Na toll. Auch schon seit Ewigkeiten. Ja, hier mangelt es wieder an Baumaterialien, ja. Aber das liegt nicht daran, dass wir zu wenig Baumaterialien hätten. Die haben wir nämlich. Hier genug Bretter. Das Problem ist einfach, dass wir die Baumaterialien nicht da haben, wo wir sie brauchen. Die hier können schon, mal hier, die können schon nicht mehr weiter Holz fällen. Der Wald ist hier schon rappelvoll, weil wir hier einfach keine Stämme mehr aufnehmen können. Das wird hier komplett alles zugelagert. Die können hier keine Bretter mehr herstellen, weil hier das Lager voll ist. Das ist ja gar nicht zu glauben. Verrückt. Das ist echt verrückt. Dann stelle ich die hier vielleicht einfach erstmal generell auf Pause. Genauso wie hier den Forstbetrieb. Und den Forstbetrieb und den Holzfällerbetrieb. Dann werden zumindest die Sägewerke noch arbeiten. Und hier das ganze Holz verbrettern. Kann man ja vielleicht an der Stelle hier noch einen Jäger errichten. Aber na gut, da haben wir dann wieder kein Baumaterial für, um das Gebäude zu errichten. Müssen wir also abwarten. Und warum geht das jetzt hier nicht weiter? Der hat keine Bretter. Ja, klar. Warum hat er keine Bretter? Die sollten noch transportiert werden. Nicht Bretter, Stämme. Da kommt auch schon einer. Und wo geht der hin? Der geht ins Lagerhaus, anstatt hier vorne zum Sägewerk. Haben wir da schon einen Weg? Ich kann es gerade nicht sehen. Ja, da ist schon ein Weg. Ja, das ist doch verrückt. Da kann man noch hier wirklich mal die paar Meter noch weitergehen und das hier rüberbringen. Da ist ein Stamm. Und wo geht der hin? Der geht in die Holzfällerhütte, ne? Der geht in die Holzfällerhütte. Von da aus müsste der doch ins Sägewerk. Es sei denn, das Lager hier bei dem ist voll, aber das sieht nicht so aus. Ich sehe jetzt hier kleine Bretter vor der Tür liegen. Ja, verrückt. Das ist alles ein bisschen bekloppt. Immerhin, Eselzucht ist schon mal im Bau. Geschwindigkeit geht drauf. Baracken sind hier gebaut. Zack, 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 geht zu. Das ist da, das ist da. Ja, das ist uns bekannt. Da müssen die Förster mal arbeiten. Ja, das liegt jetzt tatsächlich bloß daran, dass wir hier keine Esel haben, oder was? Also das ist mir jetzt echt noch, sowas ist mir echt noch nie passiert, dass wir hier so einen Warenstau auf dem Weg haben hier. So, bitte hier, dann transportiert doch vielleicht erst die Stämme. Also das ist ja echt verrückt. Die kriegen hier gar nichts mehr auf die Reihe. Weil die alles stehen und liegen lassen. Bretter liegen hier rum. Stämme werden nicht transportiert. Deswegen kommen die nicht beim Sägewerk an, vermutlich. Naja gut, hier liegen schon einige, aber also ich verstehe es nicht so ganz. Will man uns vielleicht auch damit sagen, dass wir hier zu viele Forstbetriebe haben, oder was soll das bedeuten? Zeit der Moment. streitenden Reiche. Nach der Warnung des Pharaos hatten wir bei unserer Ankunft mit dem Schlimmsten gerechnet. Doch zunächst konnten wir aufatmen. Immerhin wurden wir nicht sofort attackiert. Auch hatten wir wieder fruchtbaren Boden unter unseren Füßen. Doch Eile war geboten. Aus der Ferne dröhnten die Rufe der gelbhäutigen Bergarbeiter. Wir konnten sie noch nicht sehen, aber ihre unverwechselbaren Geräusche ließen keinen Zweifel an ihrer Existenz aufkommen. Wenn es hier Gold für unsere Soldatenausbildung gab, so sollten wir uns diesen Vorteil unbedingt sichern. Genau. Okay, erreichen Sie das Portal, aber das ist ja noch eine ganze Ecke weg.
Hier die Baracke, die soll ja noch fertiggestellt werden. Fertiggestellt, besetzt werden. Dazu bedarf es allerdings noch weiterer Soldaten und solange ich hier keine Soldaten kommen sehe, heißt das erstmal nichts Gutes. Hier können wir ja mal räumen. Vielleicht gehen die Soldaten dann in ein Lagerhaus, das sie dann zu der Baracke schickt. Wo ist denn hier das nächste Lagerhaus? Jetzt ist das wahrscheinlich auch Ewigkeiten weg. Hier hinten ist eins. Das nächste soll ja dann irgendwo hier vorne ge- Ah ne, da haben wir ja noch eins. Naja, vielleicht kommen die ja von da aus dann darüber. Werden dann hierhin entsandt. Bevor hier der Gegner irgendwie eine Baracke errichtet. Ich denke mal, das ist dann immer so ein Trigger. Ja, ich wollte gerade sagen, so ein Trigger-Augenblick, wo dann der Computer anfängt, Gebäude zu bauen. Ja. Also, wir haben jetzt die Grenzen des Gegners erreicht und dann fängt er an, die Gebäude zu bauen. Und in dem Fall würde dann die Baracke abgerissen werden, wenn das fertiggestellt ist. Was gar nicht so gut wäre. So, und was macht der jetzt? Der geht jetzt hier in Richtung Süden. Da ist noch eine Baracke. Nö, die ist aber eigentlich schon besetzt. Und der andere Soldat, der geht wohin? Das waren ja zwei. Hä? Das ist mir jetzt nicht klar. Der eine wandert nach Norden. Ist doch nicht wahr jetzt. Der eine ging hier Richtung Süden, der andere Richtung Norden. Oh Mann. Ist doch echt nicht wahr. Ja, Leute, dann müssen wir hier mal wieder Wachtürme räumen, damit wir Soldaten an die Grenze bekommen. So leid mir das tut. Ja, aber das ist ja jetzt gerade mal wieder hochgradiger Schwachsinn hier. Jetzt haben wir hier Wachtürme ganz tief im Heimatland hier. Und an der Grenze drohen die Baracken irgendwann abgerissen oder vom Feind übernommen zu werden, weil die Soldaten zu faul sind, dahin zu latschen. Hier, da ist schon ein Wachturm im Bau. Na, sehr gut. Dann wird die Baracke gleich verloren sein. Ich sehe schon wieder kommen. Ist doch nicht wahr. Okay, Moment, dann machen wir Folgendes. Weit entfernt brauchen wir keine Soldaten, da brauchen wir nur halb so viel. Und dafür sollen die alle an die Grenze. So, jetzt kann man sich doch wohl bewegen. Und jetzt gehen sie erstmal ins Lagerhaus. Okay, in dem Fall kann man sagen, gut. Und dann aber bitte schnell zur Baracke weiter wandern. Jetzt verteilen die sich hier komplett. Also jetzt wird's total verrückt. Der biegt immerhin hier rum ab. Entweder geht er dahin oder er geht tatsächlich weiter bis hier hinten hin. Wir werden es gleich sehen. Hoffentlich noch bevor der gegnerische Wachturm fertig ist. So, und dann sehe ich auch auf meiner Uhr, dass es dann schon wieder soweit ist, eine Pause einzulegen. Und die Eselzucht haben wir bis dahin noch nicht fertig gekriegt. Aber ja, es ist auf jeden Fall, naja, immer noch mit Stau hier hinten zu rechnen. Okay. Baracke besetzt. Immerhin, die wurde schon mal besetzt. Sehr gut. Können wir hier hinten mal nach Rohstoffen suchen. Also nach Erzen, nach Kohle und eventuell nach Granit. Und noch einen Kundschafter hinschicken. Und hier noch einen Kundschafter. Und noch einen weiteren Geologen. Und noch ein Militärgebäude besetzt. Das ist die entsprechende Baracke. Sehr gut. Die haben wir also besetzt. Dann können wir die auch bei Zeiten wieder ausbauen, wo wir in der Nähe sind. Hä? Ach, werden wir angegriffen? Die würden sich ja nicht ertreffen, wenn wir nicht angegriffen werden würden. Bauen wir auf jeden Fall mal aus und behalten wir im Blick. Oh ja. Aber das Gute ist, das sind hier wirklich zwei Gener ein General und ein Offizier. Das sind drei gegnerische. Oh, das sieht aus wie Generäle. Ups. Gut, machen wir spannend.
sehen wir uns das in der nächsten Folge an. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!